Ja, hallo Modellmann-Freunde. In diesem Video geht es mal um den Zusammenbau einer sehr alten Dampflok hier, Baureihe 91. In dem Fall hier von Ruska, beziehungsweise wurde, glaube ich, angeboten zu DDR-Zeiten auch von Pico oder so, weiß ich jetzt gar nicht mal genau. Ich habe diese Lok hier so mehr oder weniger bekommen, beziehungsweise sie war nicht ganz auseinandergenommen, wie man es hier sieht, sondern nur teilweise. Und sie lief irgendwie nicht oder. Keine Ahnung, auf jeden Fall besteht jetzt die Aufgabe, das Ding, die Lok mal wieder zusammenzubauen. Natürlich so, dass es funktioniert. Ob jetzt alle Teile vorhanden sind, weiß ich nicht. Ich habe schon gesehen hier, genau hier war das, an diesem Gehäuse ist hier auch schon was abgebrochen. Da sieht man so eine Bruchstelle dort und auch dort. Also irgendwas fehlt da schon, ist aber vielleicht nicht so schlimm. Und ja, jetzt will ich mal zeigen, wie ich das Ding zusammensetze. Es ist bei der Lok doch ziemlich schwierig eigentlich, denn man muss viele Teile zunächst erstmal natürlich zusammensuchen, dann zusammenhalten, sage ich mir erstmal, und dann auch zusammen ja, schrauben, beziehungsweise dann eben Schrauben dazu nutzen, dass es zusammenhält erstmal und dann kann man da weitergehen. Also ist bei der Lok wirklich nicht so einfach. Und das will ich einfach mal hier in diesem Video zeigen. Ich habe, bevor ich diese Sachen hier zusammensetze, die Lok schon mal gereinigt. Und zwar hier mit diesem SR24 Dampf- und Reinigungsöl. Das kennt jeder Modellbahner, denke ich mal. Das ist wirklich ganz gut dafür geeignet. Ich habe da so eine kleine Wanne genommen, habe da mit dem Pinsel hin und her. Und dann war das Ding eigentlich soweit erstmal einigermaßen gereinigt. Es war also wesentlich dreckiger als das, was man jetzt hier vielleicht sieht. So, und jetzt werde ich natürlich erstmal sehen, dass ich die zusammenbaue. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe kaum Zeichnungen, also nur ein paar Bilder, sodass ich zum Beispiel, was dieses Stromabnehmer hier, die Stromabnehmer betrifft, nicht genau weiß, wo die da hinkommen, beziehungsweise da muss ich dann auf die Bilder gucken, wo die da sitzen. Was ich hier schon mal vorbereitet habe, sind die Zahnräder hier in dem Chassis. Auf der einen Seite und diese drei Zahnräder, die sich jetzt hier drehen, die sind nicht mit diesen anderen verbunden. Das hat mich erstmal gewundert, denn die werden hier über eine Achse hier vom Rad, dort wird die Kraft hier über dieses Zahnrad übertragen und genauso hier. Also da nicht wundern. Und diese drei laufen hier zusammen. Hier oben kommt ja irgendwo der Motor ran und die drei laufen. Extra sozusagen, werden aber über die Achsen hier, da wird die Kraft mit übertragen. Das heißt, auf allen vier Achsen ist nachher die Kraftübertragung vorhanden. Ich zeige das mal jetzt mal so in Hoffnung, dass mir das hier nicht runterfällt. So sieht es also aus. So rum sind die. Hier ist ein Zahnrad übrigens, fällt mir gerade noch ein. Das ist ähnlich wie dieses. Allerdings hat es hier noch ein kleineres Zahnrad drauf. Da muss man ein bisschen drauf achten, vielleicht das Richtige dann zu erwischen. Also die drei müssen sich drehen und diese drei. Als erstes werde ich dieses Chassis hier zusammensetzen, diese beiden großen Metallteile. Allerdings braucht man da noch vier weitere Teile. Und zwar zeige ich die mal ganz kurz. Das sind also, ist zum einen hier dieses Metallteil mit so einem Gewinde drin. Das dient dann nachher dazu, eine Schraube reinzuschrauben, um das Chassis, um das Gehäuse festzuschrauben. Dann haben wir hier noch Isolierplättchen und so ein Messingbiegeteil für die Lampe vorne. Damit wird die kontaktiert. Diese vier Teile, die kommen hier, ich zeige das mal hier rein. Und ich kann die jetzt nicht lose reinlegen, weil dann würden sie wieder rausfallen. Deswegen werde ich erstmal das Chassis hier so zusammensetzen. So lose, sage ich mal, und dann vorsichtig hier so ein bisschen aufmachen sozusagen, dass ich die Teile dort ja einsetzen kann. Diese vier Stück. Das ist natürlich eine bestimmte Reihenfolge notwendig und dazu werde ich mal ein bisschen näher ranzoomen. So, als erstes kommt hier so ein Isolierplättchen dazwischen. Das heißt, ich werde hier jetzt mal ein bisschen aufmachen, ohne dass mir die Zahnräder auseinander fallen. Und dann kommt das Isolierplättchen. Oh, das war falsch. Das kommt also so rein. Ich hoffe, dass mir das hier irgendwie gelingt.
eine Zange nochmal nehmen. Also hier, ich habe es jetzt mal ein bisschen aufgemacht. Das ist also der erste Schritt. Im zweiten Schritt, da kommt hier die Kontaktfeder sozusagen rein. Das ist so ein Biegeteil für die Lampe. Die wird hier so eingesetzt. Da muss man auch wieder ein bisschen das auseinander machen hier, ohne dass es groß auseinander fliegt alles. Und die kommt dann hier so rein. Ich versuche das mal. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Nee, ich muss es nochmal anders probieren. Moment. So, jetzt liegt es schon ganz gut drin. Es muss also hier so rein. Und das steht hier an der Seite über, sieht man, ne? Dieses Stück von dem gebogenen Teil, das steht hier über. Das heißt, das muss da durch. Da ist so eine Öffnung, da muss das durch. Und jetzt kommt das nächste Isolierplättchen drauf. In der gleichen Weise wie das erste bereits. So. Und jetzt kommt das Metallstück, und zwar so, dass das Gewinde hier nach außen zeigt, also nach vorne letztendlich. Und das sollte dann einigermaßen gut hier schon vorplatziert werden, und dann kann das Ganze auch wieder zusammengedrückt werden. Das werde ich gleich nochmal machen. So sieht es jetzt aus. Wenn es sich nicht zusammendrücken lässt, dann kann es durchaus sein, dass eines der Zahnräder hier sozusagen rausgegangen ist aus der Führung für die Achse. Da muss man ein bisschen nachdrehen, so ein bisschen. Und dann geht das hier zusammen, und so ist dieses Teil jetzt hier erstmal dran. Man sieht jetzt hier vorne eben auch die Kontaktfeder für die Lampe vorne. Und ja, sollte erstmal soweit passen. Damit das Ganze jetzt nicht wieder auseinanderfällt, mache ich Folgendes. Es gibt hier solche Kontaktstreifen, und zwar kommen da die Stromabnehmer ran an diese Ösen, und die werden rechts und links hier montiert. Und diese Montage erfolgt so, dass im Prinzip das hier so raufgelegt wird, auf beiden Seiten natürlich, und dann wird es mit einer Schraube hier an der Stelle verschraubt, sodass auch die beiden Chassisbleche zusammenhalten. Und das werde ich jetzt einfach mal machen hier. Also ich nehme jetzt hier die Schraube. So, dann drehe ich um. Auf der anderen Seite kommt das andere Kontaktblech hier ran. Und dann gibt es hier noch eine Mutter. Oh, ist alles ein bisschen friemelig bei dieser Lok. Und die Mutter wird einfach raufgedreht. Ah, da brauche ich jetzt eine Zange, Moment. So, die Mutter ist drauf. Ist auch nicht festgeschraubt bis jetzt, also richtig festschrauben tue ich das am Ende. Ich werde es ein bisschen anziehen. So, das lässt sich also hier bewegen. Das muss ich auch noch bewegen, weil nachher oder jetzt gleich noch ein anderes Teil hier unten reingesetzt wird. Das Kunststoffteil, was ich meine, ist der Dampfzylinder, der nun eingesetzt werden muss. Bevor der eingesetzt wird, muss auch wiederum hier so ein Metallteil eingesetzt werden, hier unten, dort, in dieser Richtung. So, und zwar ist das zum Verschrauben nachher von diesem Untermetallteil, also hier von diesem Teil hier, von diesem Wiegeteil. Und jetzt kommt der Dampfzylinder, der muss in der richtigen Richtung eingesetzt werden, dass natürlich hier die Stangen hier reingehen können, also in dieser Richtung. Und dazu muss das andere Teil hier ein bisschen verschwinden. Ja, wenn es nicht klappt, auch nochmal ein bisschen auseinander biegen, also auseinander drücken so ein bisschen, dass es dazwischen passt. Und dann natürlich hier einen Schraubenzieher. Ich habe einen Schraubenzieher. So, jetzt ist der magnetisch natürlich nicht so gut. Hier reinsetzen. Ich glaube, die Richtung ist egal, hoffe ich zumindest. Ist ja nun Gewinde drin. Und
dann kommt das hier so rein. Und jetzt hält es natürlich auch nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier das zumachen und mal zuschrauben. Da gibt es eine kleine Senkschraube, in Hoffnung, dass ich die hier finde. Hier ist sie. Also hier schraube ich das erstmal zu. Ich werde es nachher wieder aufschrauben müssen, aber damit es einfach erstmal hält, schraube ich das hier zu. Na, geht irgendwie im Moment nicht. Muss ich nochmal so machen. So, zugeschraubt ist es und jetzt kann man hier an der Seite diese Metallteile, wo die Stromabnehmer rankommen, hier mal dahinter klemmen. Die werden hier dahinter geklemmt. Dort. Kann ich auch mal einen Schraubenzieher hier nehmen. Die kommen also dahinter. Auf beiden Seiten. Deswegen habe ich die auch noch nicht festgeschraubt. Dort auch. Da muss man dann den Bügel hier von dem oder dieses Biegeteil ein bisschen darüber drücken. Der soll natürlich da auch kontaktieren. Und dann kommt es also auch so ran, sodass es dann so aussieht. Ich tue das mal um. So sieht es jetzt aus. Ja, was kommt als nächstes? Als nächstes könnte man theoretisch schon mal so die ersten Räder reinsetzen. Also die Stromabnehmer mache ich noch nicht ran. Die mache ich zum Schluss ran, wenn die Räder drin sind, weil sonst die durch den Druck oder die Kraft der Federn wieder rausgehen würden. Die müssen relativ gut ausgerichtet werden. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Räder noch mal reinmachen. So, ich habe dieses Blech hier wieder abgeschraubt, wie man sieht, um hier das Vorlaufrad einzusetzen. Das sieht dann also so aus. Da sind diese Kunststoffführungen, die sind hier in dem Fall flach nach oben. Bei den anderen Rädern ist es nachher anders. Das sieht man gleich nochmal. Da muss man jetzt sehr darauf achten, dass die sehr gut ausgerichtet sind. Und man muss hier alles Mögliche festhalten, damit das nicht alles auseinander geht. Und wenn die dann drin sind, dann kann man den Metallbügel wieder raufsetzen und festschrauben. Also ich werde jetzt erstmal hier die Räder nehmen. Die haben hier diese Kuppelstangen sind noch dran, wie man hier sieht. Und jetzt muss man die so ausrichten natürlich, dass das hier alles in einer Höhe ist. Also dass die Kuppelstange gerade ist, von ganz links nach ganz rechts. Damit die Lok nachher vernünftig läuft. Es hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber bei dieser Lok ist es einfach blöd oder beziehungsweise relativ schwierig, weil man zum einen darauf achten muss, natürlich, dass die Räder ausgerichtet sind und zum anderen aber auch, dass hier diese Führungen für die Achsen dort richtig drin liegen. Ja, die gehen hier sonst raus. Man sieht auch, die gehen so wie hier nicht rein. Also hier muss man diese flache Seite zur Seite nehmen und dann passt das. Genauso hier auf der Seite auch. Und man sieht hier, das ging hier schon wieder raus. Also man braucht da ziemlich viel Geduld, um das hinzukriegen. Und dann irgendwann passt es. Jetzt ist also hier, ja, diese Achse ist jetzt hier drin. Und jetzt muss ich alle anderen, jetzt muss ich das festhalten und alle anderen danach ausrichten und auch so genauso einsetzen. Das ist etwas, ja, da braucht man wirklich viel Geduld. Ja, das ist einfach, geht nicht anders. Es ist hier so gemacht. Das Problem einfach, oder die Sache ist einfach, dass ja die Räder über die Zahnräder hier alle mechanisch gekoppelt sind und deswegen muss man das so genau machen, dass es genau ausgerichtet ist, weil sonst würde die Lok nicht vernünftig laufen. Ich mache das jetzt mal. Oh, ich probiere es zumindest jetzt mal hier so. Also die Achse war schon drin, die ist ausgerichtet auf diese Position. Wenn ich mal hier auf die ganz nach oben hier stellen oder ja hier. Und die muss jetzt natürlich auch dort oben so sein. Aber jetzt sieht man, die sind hier noch nicht drin. Die Achse ist noch nicht richtig drin.
Und deswegen muss ich das jetzt hier vorsichtig so mal rein. Muss ich das hier vorsichtig reinsetzen, so dass sich das Rad auch erstmal nicht verdreht. So, jetzt ist es drin. Jetzt gucken wir mal, ob das ausgerichtet ist gerade. Scheint einigermaßen gerade zu sein. Wie gesagt, wenn es nicht ist, also wenn es hier so schief ist zum Beispiel, dann geht es natürlich nicht, dann würde die Lok gar nicht laufen. Nicht vernünftig, und deswegen muss man das sehr sorgfältig und mit viel Geduld machen. So, jetzt geht es das nächste. Auch erstmal ausrichten. In etwa hier auch beide hier wieder festhalten. Also die Räder, die schon oder die Achsen, die schon drin sind, festhalten, und dann wird es hier nach unten ausgerichtet. Und dann muss man hier die Führung wieder reinsetzen in die entsprechende Position. Ich hoffe, dass das hier gelingt. Ich sehe es hier noch nicht. Ich weiß nicht, ob es zur anderen Seite hier ist. So. So, jetzt sind alle Räder, Achsen praktisch drin. Ich werde mal ein bisschen rauszoomen. Also alle Achsen sind jetzt drin. Jetzt darf man das hier auch nicht wieder loslassen und auch nicht umdrehen, sondern als nächstes werde ich natürlich jetzt hier das Blech wieder raufschrauben. Das hier ist ganz wichtig, sonst fällt das alles wieder raus, fängt man von vorne an. Und man sieht jetzt auch schon, es muss alles irgendwie nochmal wieder festgehalten werden. Auch hier der Dampfzylinder. Und es muss auch gerade jetzt hier aufliegen. Dampfzylinder ist auch gerade. Und jetzt kann ich erstmal hier wieder festschrauben. Das ist ganz wichtig, sonst fällt mir das alles wieder auseinander. So. So sieht es jetzt aus. Und jetzt merke ich, das geht ganz schwer. Achso, weil der Dampfzylinder doch nicht gerade ist. Ich muss noch mal gucken, irgendwas. Normalerweise müsste die ganz leicht laufen jetzt, ne? Macht es aber nicht. Noch nicht. Ja, ein bisschen schief ist es, man sieht es hier, ne? Das ist hier ein bisschen schief. Das heißt, die muss ich noch mal ändern. So, jetzt sieht es eigentlich besser aus. Das Gestänge ist gerade. Es dreht sich auch wesentlich leichter. Und jetzt wieder alles zuschrauben, damit sich nichts hier verstellt. Also das Teil hier rauf. Und hier vorne zugeschraubt. Wenn das jetzt alles geklappt hat, dann sollte die Lok sich ganz leicht hin und her bewegen lassen. So wie hier. Und wenn nicht, dann muss man das nochmals überprüfen, ob wirklich alles so sein soll oder so ist, wie es sein soll. Speziell hier mit diesen Führungen für die Achsen, da muss man wirklich aufpassen. Eventuell sind die auch in der falschen Richtung. Also es muss wirklich ganz leicht hier zu drehen sein. Als nächstes kann man hier diese Schutzbleche anbringen. Allerdings muss man da auch wieder nochmal aufschrauben. Man sieht, es ist so ein bisschen hin und her. Ich habe das jetzt mir mit den Rädern zuerst gemacht, um sicher zu sein, dass sie sehr leicht läuft, die Lok. Ich hebe das hier mal nur kurz an. Schraubt es also nicht ganz locker. Und dann werden die Schutzbleche im Prinzip hier, muss mal gucken, richtige Seite, hier untergeklemmt unter den Dampfzylinder. Und dann wird es wieder hier zugeschraubt. So, die Schutzbleche sind jetzt da auch mit drin. Jetzt muss man wirklich aufpassen, dass hier nichts wieder auseinanderfällt oder dass das Ding hier umkippt. Und jetzt wird es erstmal wieder zugeschraubt. Und dann sind die auch erstmal dran. Als nächstes ist sicherlich die schwierigste Sache, hier dieses Gestänge anzubringen. Das Gestänge besteht bei der Lok. Ich versuche es mal hier zu zeigen.
aus so einem Biegeteil. Und zwar, das ist praktisch das Teil, was von da nach da geht und dann hier gebogen rüber geht. Dort und diesem ganzen Gestänge dort dran, und diesen Stangen, die sind genietet. Und man muss jetzt, also erstmal muss man dafür sorgen, dass das Gestänge lose ist. Also es darf hier nicht verkantet sein irgendwie. Es muss also lose hier runterhängen. Und dann macht man, oder kann man Folgendes machen, und man versucht es zumindest. Man hängt das hier an dieser Stelle ein, diese Seite, dort, und zwar um 90 Grad, und versucht dann beim Drehen hier diese andere Seite hier in den Dampfzylinder zu drücken. Ich versuche da mal mein Glück. So, also hier muss es sozusagen reingedreht werden, also befestigt werden. Das heißt, ich setze das jetzt hier so an. So, ich hoffe, dass man es sieht. Das Gestänge muss, wie gesagt, komplett lose sein. Da darf sich nichts verkanten. Und ich will das mal hier rüber ziehen. So. Man hat auch gesehen, ich bin jetzt hier ein Stück nach hinten gegangen. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich das nämlich hier rüber drehen. So. Und kann das hier... Ach, jetzt ist es rausgegangen wieder. Also nochmal. Also das ist wirklich eine ganz furchtbare Sache hier. So rein. Und dann Gestänge freilegen hier. Dass da nichts verkantet. Das ist schon rumgebogen. Man sieht es leider zu weit. Ich muss nochmal zurück. Und dann kann man das hier... hier in den Dampfzylinder bringen. Ja, wieso geht denn das nicht? Der scheint irgendwo zu klemmen. Na, das müsste eigentlich gehen. Ich muss noch mal genauer gucken hier. Moment. So, und jetzt eigentlich hier noch ein Stück ran. Eigentlich. Aber wieso geht es nicht? Wieso geht der nach oben? Achso, der hängt hier. Der darf da nicht hängen. Gleichzeitig muss ich natürlich hier auch dieses... Das muss damit ran. Es geht nicht weiter, das klemmt da hinten. Es müsste aber eigentlich passen. Dann muss ich das nochmal vorsichtig hier nach vorne schieben. Ja, nur vorsichtig nach vorne schieben ein Stück. Ich habe es ja auch auf der anderen Seite schon gemacht. Man sieht hier auch den Unterschied, ist noch viel zu weit hinten. Das muss also dort vorne rein. Hm. Also ich probiere das nochmal. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große und blöde Sisyphus-Arbeit hier in dem Fall. So, jetzt habe ich es geschafft. Man kann auch Folgendes machen, also von oben einrasten oder auch von unten, und dann muss man den Dampfzylinder mal etwas biegen, also noch nicht biegen, sondern eben ein bisschen verschieben, nur ein ganz kleines Stück, und dann kann man da vorne das Metallteil dort reinstecken und dann hält das, und man sieht jetzt, auf beiden Seiten ist das gleich, und jetzt kann man natürlich das Gestänge dann wieder hier montieren, also das kommt ja an die mittlere Achse, und ja, das werde ich jetzt mal machen. So, jetzt wird einmal hier diese Stange reingesetzt. Dort und hier. Diese, wobei die nachher zur Achse zeigt. Und dann wird es hier mit der Mutter
festgeschraubt. Am besten nimmt man da wirklich eine kleine Zange und dreht das erstmal vorsichtig an. Ich probiere das mal ohne Kamera ganz kurz. So, die Mutter ist drauf, aber noch nicht fest. Werde ich also jetzt etwas festschrauben. Und dann hier mit der Zange. Ja, so ungefähr, es müsste eigentlich so sein. Es läuft also, so sieht es jetzt aus, ne? Also passt ganz gut. Und das gleiche natürlich noch auf der anderen Seite. Da muss man hier erstmal dieses Gestänge einhängen. An der einen Stelle hier. Ich drehe es mal um. Das muss hier eingehängt werden. Hoch. Das ist hier kaum zu fassen. Das ist eigentlich also äußerst fummelig hier bei der Lok, weil das alles extrem lose ist. Also da rastet auch nichts ein oder wie auch immer. Ist auch noch nicht drin. So, jetzt einmal hier ran. Nee, ist nicht drin. Da. Und jetzt das gleiche Prozedere. Hier ist es jetzt so, ich hatte, sieht man hier vielleicht, da ist noch dieser Stift mit der Mutter sozusagen hier direkt an dem Gestänge dran. Hier hatte ich extra eine kleine 1,7 Schraube genommen, um das erstmal festzumachen. Das heißt, ich muss erstmal hier diese Mutter da lösen. Dann kommt die Stange da eingeschraubt und dann kommt das Gestänge rangeschraubt. Dazu nehme ich natürlich erstmal die Mutter hier raus. So, Mutter ist draußen. Und jetzt muss ich erstmal hier die lösen. Ich glaube, da die war relativ fest. Da werde ich noch eine andere Zange jetzt nehmen. So, von dem Stift ist jetzt hier die Mutter ab und jetzt werde ich mal hier den erstmal wieder reindrehen. Das Watt. Dann kommt erstmal hier diese Kuppelstangen hier ran. Und jetzt wieder diese Stange. Ich sehe gerade, das ist hier falsch rum. Oder? Ja, das ist hier falsch rum, das muss zur anderen Seite, das muss ich nochmal auseinandernehmen hier, das ist falsch. So ist es jetzt richtig. Jetzt kommt die hier rauf. So. Mann, also das ist wirklich echt nervig bei der Lok. Es fliegt alles hier lose rum. Und aber man darf nicht vergessen, die Lok ist uralt. Also das war damals schon wirklich eine richtig gute Lok. Es ist ja auch rausgegangen. Eine richtig gute Lok. Auch vom Modell her. So, jetzt halte ich das hier mal fest. So. Jetzt so. Und jetzt kann hier die Mutter wieder rauf. So, auch hier ist die Mutter wieder drauf und nach wie vor läuft die Lok oder beziehungsweise die Achsen sehr leicht. Ich würde noch mal kurz rauszoomen hier. Also ich kann nach wie vor sehr leicht das hier hin und her bewegen. Das Chassis ist also alles richtig. Also so sieht es jetzt aus.
Da seid ihr nochmal. Das müsste eigentlich soweit in Ordnung sein. Man sieht auch, alle vier Achsen werden angetrieben. Also auch hier vorne das, die Vorlaufachse. Und ja, das war sozusagen jetzt eigentlich so der schwierigste Teil. Was jetzt natürlich noch kommt, sind einmal die Stromabnehmer. Hier in Form dieser Federn. Ich habe die extra, mache ich ganz zum Schluss ran, weil wie gesagt, sonst würde bei der Montage durch die Kraft auf diese Achsen hier sozusagen dann immer das eventuell rausfallen, wenn man hier das mal abmacht. Das ist sehr unschön. Danach kommt der Motor rein. Der kommt hier also rein. Und dann kommt nachher das Gehäuse raufgeschraubt. Die Stromabnehmer sind ja als Federkontakte hier ausgeführt. Und das war, wenn man das in der damaligen Zeit bedenkt, hochinnovativ. Also das war wirklich sensationell eigentlich. Die werden hier, die Stromabnehmer werden hier in diese Haken, in diese Nasen hier eingesetzt. Allerdings auf jeder Seite sind ja nur zwei, also an dieser Nase und dieser Nase. Diese mittlere Nase hier bleibt frei. Das sind hier diese Kontakte dann gleichzeitig. Und zwar, jetzt muss ich selbst mal überlegen, wie das war. Achso, genau. Also hier, es gibt zwei Typen. Einmal diesen. Und dann gibt es hier diesen. Die sind also unterschiedlich gebogen. Und dieser erste Typ, der hier, der hier kommt hier vorne rein. Und zwar muss man hier dazwischen gehen, so ein bisschen. Und dann wird der praktisch dort ja, eingeklemmt. Also ich werde es mal probieren, hier so zu zeigen. Da geht er ran. Achso, ich sehe das jetzt hier nicht. So, dann wird er da eingehakt und da eingehakt. Also man sieht, hier ist er eingehakt. Also sollte er zumindest, hier ist es noch nicht. Also hier direkt aufgesetzt. Und dort ist er da eingehakt. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Und dieser andere Stromabnehmer, der kommt hier vorne ran. Und zwar, jetzt muss ich auch nochmal überlegen, nämlich genau so. Also ich habe den hier so und der wird also dort eingehakt und dort und dann wird er hier reingesetzt. Also nochmal mit einer Zange, weil es natürlich besser geht mit einer Zange. Ich setze ihn erstmal hier rein. Und dann hackt man den einmal hier ein. Und auf der anderen Seite, das sieht man hier so ein bisschen schlecht, wird da dazwischen eingehakt. Da muss man ein bisschen dazwischen gehen vielleicht. Also dort. Ich sehe es jetzt noch nicht ganz. Kann auch sein, dass es der von der anderen Seite ist. Ne, es müsste aber eigentlich der richtige sein. Also der wird da auch nochmal praktisch auf den Kranz gesetzt. Genau so müsste das sein. Wo ist es da? Ist er eingehakt? An der Stelle. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite dann. So, die Stromabnehmer sind jetzt auf beiden Seiten dran und man merkt jetzt auch schon, natürlich kann man die Lok jetzt nicht so schieben wie vorhin, weil die Kraft natürlich etwas größer ist, also ein bisschen aufdrücken, aber sie läuft nach wie vor sehr leicht. Und als nächstes werde ich den Motor montieren, beziehungsweise hier fehlt erstmal noch ein Draht, der ist hier zu kurz. Muss ich erstmal anlöten und dann wird der Motor hier an diesen beiden Ösen festgelötet.
Wie man sieht, habe ich jetzt den Motor hier angelötet, also die Entstördrossel nochmal. Und komischerweise so, das hat mich von Anfang an gewundert, der Motor ist also nicht fixiert, also nicht festgeschraubt, sondern er wird offenbar nur hier durch das Gehäuse dann, wenn es raufgeschraubt ist, festgehalten. Gut, dann kann ich das Gehäuse raufschrauben. Was mir noch aufgefallen ist, ein Teil noch hier so ein Bügel. Hier dieses Teil flog noch rum. Und zwar kommt das hier dazwischen. Das kann ich hier einfach so reinschieben. Drehe es nochmal um. Wo ist es? Da. Kann ich das hier so reindrücken? Das ist hier nur so lose, weiß ich jetzt nicht, ob es mal anders, also ob es mal festgeklebt war. Und jetzt kann ich das Gehäuse raufschrauben. Und zuvor habe ich hier die Pufferbohle vorne mit den Lampen. Da fehlt ein Teil. Habe ich schon gesehen, das ist also nicht vorhanden. Das kommt also hier so rauf. Durch den Kontakt mit der Lampe federt es natürlich ein bisschen. Muss man ein bisschen zurecht zudrücken. Und dann kommt das hier irgendwie rauf. Das Gehäuse. Ist jetzt gar nicht mal. Müssen wir ein bisschen auseinander machen muss. Achso, das kommt da nicht vorbei. Also. So. Also wird praktisch von der Seite eingesetzt. Jetzt muss noch die Lampe hier ran. So, hier rein. Und dann zu. Und das müsste das eigentlich gewesen sein. Sieht ein bisschen schief aus. Ist es aber nicht. Oder? Oh, jetzt ist mir das wieder rausgefallen. Nee, das müsste eigentlich so stimmen. Das müsste eigentlich so stimmen. Und jetzt sitzt offenbar auch der Motor fest. Also wie gesagt, hat mich etwas verwundert bei der Lok. So. Schraube rein. So sieht's aus. Also Motor, jetzt kann man die Räder nicht mehr bewegen. Der Motor hat also tatsächlich jetzt gefasst sozusagen. Und jetzt geht's mal zu einer kleinen Probefahrt. Ja, und jetzt hier mal ein kurzer Test. Probefahrt ist vielleicht schon zu viel gesagt. Ja, die Lok fährt. Was jetzt natürlich noch fehlt, sie müssten noch mal ein bisschen geölt werden. Also vom Motorgeräusch her finde ich es okay. Aufgrund des Alters denke ich mal durchaus akzeptabel. Jetzt werde ich die noch ölen, denn sie ist ja bis jetzt eigentlich nur gereinigt und dazu habe ich, oder da nehme ich, vielleicht kann mir da einer mal von den Zuschauern sagen, ob das richtig ist. Das kann man hier kaum erkennen. Das ist so ein Öl, Universalöl, harz- und säurefrei. Ich denke mal, das ist ja das Wichtige, dass da kein Harz drin ist, dass es nicht verharzt, der Motor und auch das Getriebe. Ich werde da eigentlich nur so ein bisschen hier reinträufeln und hier vielleicht vorne das Zahnrad so ein bisschen. Und am Motor natürlich auch nochmal. Ich werde es nochmal abmachen, die Kappe gleich. Aber ich denke mal, das sollte reichen. Also die Lok fährt jetzt erstmal wieder. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden mit diesem Aufbau hier von der Lok, beziehungsweise dass ich das wieder so zusammengekriegt habe, wie sie eigentlich mal war. Und das war es eigentlich auch schon wieder für Kommentare, was man vielleicht besser machen könnte. Schon mal vorab vielen Dank. Es gibt sicherlich einige Schritte, das habe ich hinterher gesehen, die man vielleicht etwas anders gestalten könnte, also von der Reihenfolge her, aber so hat es ganz gut geklappt und wichtig ist ja, dass die Lok jetzt wieder fährt. Ja, das war es, wie gesagt, und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.